lieber Steinbock, ich begrüße dich ganz herzlich zu deiner Legung in Sachen Liebe für die Monate Oktober und November und habe hier jetzt einmal deine Hauptenergie aus dem Deck Weisheitskarten der Seele gezogen. Da haben wir den magischen Fluss. Sage ich gleich mehr zu, spüre mich auch rein, sage jetzt erstmal was zur Legung. Nachdem ich hier drauf eingegangen bin, ziehe ich eine Neuner Legung aus dem Tarot. Lege erstmal die komplette Legung aus, sage etwas zu den Positionen und Grundbedeutungen der Karten. Wenn wir alles liegen haben, komme ich in die Deutung und ziehe auch noch die ein oder andere Lenormand-Karte dazu, um ja, Position zu klären oder noch weiter zu differenzieren. Und ziehe dann noch drei Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Eine für deine momentane Beziehungsenergie, eine für die Beziehungsenergie an sich und eine für dein Gegenüber in eurer Beziehung. Auf die Karte deines Gegenübers gehe ich dann in der weiterführenden Legung ein. Lege das keltische Kreuz drumherum, gucke, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt es her, wo geht es hin und noch einiges mehr. Und ziehe eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Den Link dazu findest du in der Infobox. In der Infobox findest du außerdem die Links zu den Kanalmitgliedschaften, den privaten Legungen, noch einige mehr und alle Decks, die ich benutze, aufgelistet. So, und jetzt würde ich sagen, lieber Steinbock, du guckst, dass du dich innerlich gut zurücklehnst, das Ganze hier gut auf dich wirken lassen kannst. Und ich spüre mich mal in die Energie der Karte rein. Der magische Fluss an sich bedeutet, dass man im Flow sein kann, aber nicht muss. Also im Großen und Ganzen geht es hier um das Thema Flow, sich auf die Dinge einlassen, verbunden sein. Dann gucken wir mal. Ich habe das Gefühl, du kommst irgendwie an Fragezeichen. Also es ist wie eine Situation, irritiert dich. Also ich nehme dich eigentlich gar nicht unverbunden wahr, aber es ist wie auch irgendwas kommt näher und du denkst dir, oha, oh und jetzt? Genau, das ist erstmal ein bisschen die Energie hier hinter. Und ich gucke mal. Wir gucken mal, was die Neunerlegung so sagt. Erstmal die Hauptenergie. Da haben wir den Teufel für Anhaftungen, Verstrickungen, ein sich unfrei fühlen. Dann haben wir erstmal in der oberen Reihe, die eine Entwicklung aus der Vergangenheit darstellt, auf der die präsente Entwicklung in der mittleren Reihe und die potenziell zukünftige Entwicklung in der unteren Reihe beruht. Da haben wir jetzt erstmal die Karte Kraft. Kraft, die immer ja, mehr sich in mir auftut, sich für eine bestimmte Sache öffnet, je konsequenter ich auch einen bestimmten Weg gehe. Dann haben wir die 5 der Stäbe, den Prozess des Aufeinanderkommens, des Zueinanderfindens. Und dann den Wagen für einen Aufbruch, ein Vorwärtsgehen. Dann kommen wir jetzt in die präsente Reihe. Die erste Karte hier ist die Königin der Kelche. Kann für dich stehen, kann für wen anders stehen. Eine Person, die gut in sich und auch nach außen hin fließen lassen kann. Die Herrscherin für das weibliche Prinzip oder beziehungsweise genau, die Herrscherin bringt das weibliche Prinzip mit sich, das Dinge in sich aufnehmen, sich entwickeln lassen, was Neues erschaffen und noch einiges mehr. Dann haben wir die erste Karte der potenziell zukünftigen Entwicklung mit dem Narren. Der Narr, der sich von Altem gelöst hat, Neues noch nicht angefangen hat, er in so einer Art Zwischenland ist. Das Ass der Schwerter für eine Entscheidung oder auch rationales Vorgehen oder einfach Klarheit über eine bestimmte Sache oder Klarheit im Kopf. Und der König der Schwerter für dich, für wen anders, wir werden das sehen. Eine Person, die ja, sehr über die Ratio geht und emotional wirklich eher unnahbar ist. Jedenfalls die Grundbedeutung. Wir gucken jetzt mal in den Teufel. Ich spüre mich rein, ziehe auch gleich 2 Lenormand-Karten dazu. Ah, mit dem Teufel, du kommst an irgendeine Stelle,
wo du merkst, oh, hier muss ich genau hingucken. Das ist das gleiche Gefühl wie hier. Es ist eigentlich ist so gut und da kommt irgendwas, das ein bisschen, da ist ein Fragezeichen drüber. Mit dem Teufel das gleiche. Da ist irgendwas, wo du denkst, oha. Also, ja, was auch immer, wir werden sehen. Hier haben wir nochmal die Verwicklung und Verstrickung mit der Schlange. Gleiche Bedeutung im Lenormand quasi wie vom Grundprinzip jedenfalls ja wie der Teufel im Tarot. Und den Anker für an der richtigen Stelle verankert sein oder auch mal an der falschen. Oder mal was Berufliches. Also die Schlange. Ist etwas, was wie irgendwie dazugehört, weil man es schon ewig kennt. Und die Frage ist, will ich meinen Anker da hinpacken oder nicht? Will ich da weiter dran verankert sein oder nicht? Irgendwas, ich habe das Gefühl, das ist irgendwas, das kennst du schon aus deinem Leben. Ein inneres Muster, vielleicht mit einer anderen Person verknüpft, ich weiß es nicht genau. Aber hier ist, über dem Anker ist auch, der Anker ist hier eigentlich auch mit das Positive, weil der in Frage stellen kann, ob er da liegen möchte oder nicht. Häufig ist es so, wenn Dinge auch unbewusst sind, der liegt dann einfach an irgendwelchen blöden Sachen, die einem nicht so ganz gut tun. Ja, und dann ist es so. Und dann funktionieren wir so. Wenn wir aber schon so weit sind, uns zu hinterfragen und zu erkennen, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das so möchte, ist es ja total wichtig, weil das dann schon so an der Oberfläche ist, dass wir die Prozesse einfach auch deutlich besser machen können. Mal ganz grob gesagt, jetzt kommen wir in die das Bewusstsein prägende Ebene. Die Entwicklung aus der Vergangenheit mit der Stärke, den 5 der Stäben und dem Wagen. Die Stärke, da bist du. Sehr positiv unterwegs. Ich habe das Gefühl, da ist was. Ich ziehe nochmal 2 Karten dazu, was dir auch sehr gut tut, beziehungsweise gut getan hat in dieser Position. Wir haben hier das Herz für die Liebe, für die Herzensangelegenheiten und die Wolken, die hier aus dem Bild rausziehen, also Unklarheiten, beziehungsweise eintretende Klarheiten. Mit dem Herz hast du irgendwie eine Person in deinem Leben gehabt, die du sehr gerne in deinem Leben hattest. Vielleicht ist sie auch immer noch da, aber hier haben wir auch, sind wir in der Vergangenheit quasi. Von daher spreche ich das jetzt auch mal so. Und diese schönen Gefühle rund um diese Person, auch diese Beziehung, die haben dir sehr viel Kraft gegeben. Die haben dir viel Klarheit gebracht in bestimmte Dinge rein. Ich habe das Gefühl, dass du da an der Stelle, um nochmal mit dem Anker zu sprechen oder vom, ne, in dieser Wortdingsbums zu sprechen, dass du da einen sehr schönen Anker hattest, an dem du dich gut entwickeln konntest. So. Dann kommen wir mal in die 5 der Stäbe. Die 5 der Stäbe, da waren Dinge noch unklar. Ich habe das Gefühl, da ist so eine Nichtpräsenz auch mit drin, wie als ob man selber blinde Flecken hat. Hier auch noch mal 2 Karten dazu. Es muss auch gar nicht so dramatisch gewesen sein, aber es ist schon ein Gefühl, was da ist. Man fühlt das Gute und will sich vielleicht nur in dem Guten verbinden und nimmt aber den Rest von sich. Den muss man halt auch noch mitnehmen, ne? Auch die Dinge, die schwierig sind. Wir haben hier
den Mond für die tiefe Gefühlswelt, alles Unbewusste. Und den Hund für eine gute Selbstanbindung, Selbstliebe oder auch Freundschaft, Loyalität. Ja, der Mond ist auch ein bisschen ausgeklammert. Also der Hund ist für mich die Verbindung zu dieser Person, ich sag mal deinem Gegenüber oder Wunschgegenüber. Und mit dem Blick auf die Beziehung hat viel funktioniert, aber es muss ja auch ohne die Beziehung, müssen die Dinge ja funktionieren. Sonst merkt man, da ist eine Instabilität, da fehlt es irgendwie an Grund und Boden. Der Mond ist etwas, auch wieder wie so ein bisschen blinder Fleck, das ist neblig, nicht ganz fassbar, eine Nichtpräsenz. Und das kann sich alles von weiter so ganz gut entwickelt haben. Ich bin jetzt ja auch überhaupt auch erst an dem Punkt. Aber hier ist was, das möchte einfach, das ist hier ganz klar, da müssen noch eigene Prozesse stattfinden, in denen ich mehr in die Präsenz komme. Ne? Emotionale Wunden, die sich heilen wollten, geheilt werden wollten, wie auch immer die den Blick brauchten oder auch immer noch brauchen, wir werden das sehen. Dann haben wir den Wagen. Ja, mit dem Wagen ist es für mich ein nicht Neuaufbruch, sondern schon ein weiter auch drinbleiben in etwas. Und zwar bist du wie gehetzt hinter deinem Gegenüber hinterher. Das klingt ja ziemlich krass. So krass ist es auch nicht. Aber es ist so ein vielleicht ein bisschen Sorge haben, weil Dinge nicht ganz rund laufen oder rund gelaufen sind, weil Themen bei dir hochgekommen sind, aber für dich war ganz klar, mein Gegenüber möchte ich nicht verlieren. Mein Gegenüber möchte ich nicht verlieren. Ich lasse mal so stehen. Jetzt kommen wir in die nächste Reihe, die präsente Reihe, die Königin der Kelche, der Teufel und die Herrscherin. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Königin der Kelche deine Energie ist. Ich ziehe mal zwei Karten dazu. Wir haben hier den Park für Freunde, Verwandte, Bekannte, das Umfeld oder auch einen konkreten Kontakt. Und den Berg für Blockaden, für Hindernisse. Der Berg ist hier sehr groß vor meinem inneren Auge. Und das ist für mich der Kontakt zu deinem Gegenüber. Und die Königin der Kelche ist deine Energie. Egal, ob du Männlein oder Weiblein bist, die Königin der Kelche ist die Person im Deck, die fließen lässt, die einfach fließen lässt, die auch nicht wie der König der Kelche sich dort zentriert, zwar in den Gefühlen ist, aber das nicht unbedingt nach außen gibt, sondern die Königin der Kelche lässt fließen. Du orientierst dich sehr an dem Positiven und das ist auch wichtig für dich, das ist alles gut, aber es gibt auch Schwierigkeiten. Ich kann, und das zeigt sich immer wieder, das ist jetzt natürlich ein ganz großes Thema, gerade in der spirituellen Welt, wo ich jetzt auch niemandem auf die Füße treten will, aber wo das schon viel zu finden ist, mit dem Positiven mitzuschwingen, sich nur am Positiven zu orientieren, alles in die Liebe reinzugeben und man dabei seine eigenen Wunden permanent übergeht, Blockaden übergeht, man hat Blockaden in sich. Natürlich löst sich viel an dem Positiven, es geht auch gar nicht darum, sich nicht am Positiven zu orientieren, aber
meine Gefühle möchten gewertschätzt werden und die möchten angeguckt werden. Und wenn da eine Wunde in mir ist, die mich immer anschreit, ne, und das kann man energetisch auch sehen, es gibt viele Leute, die können das energetisch gut sehen, die einfach von mir angeguckt werden möchte, die sich immer alleine gelassen fühlt, dann ist der nicht geholfen, wenn ich sage, ich gebe dich in Licht und Liebe ab, die möchte von mir gesehen werden. So, und hier haben wir ein, guck dir diesen Berg an. Es ist nicht alles hiermit bei dir lösbar. Das ist das, was die Legung sagt. Hier kommt etwas, das macht dir Fragezeichen. Der Teufel, das hier im magischen Fluss, auch das Thema Fließen. Fließen ist total schön, aber guck dir die Blockaden auf dem Weg an. Das sind Themen, die gesehen und gewertschätzt werden möchte. Wir sprechen hier von inneren Anteilen von dir, ne? Und dem riesengroßen Thema Selbstliebe. Ist es Selbstliebe, wenn ich mir diese ganzen Teile nicht angucke? Meines Erachtens und meiner Erfahrung nach auch nicht. Ne? Die schreien dann immer lauter oder irgendwann schreien sie gar nicht mehr, weil sie resigniert haben. Noch schlimmer. Dann kommen wir wieder dran. Also hier ganz klar, guck dir dein Fragezeichen an. Guck dir deinen Berg an. Guck dir das an, was nicht funktioniert. So, zum Teufel haben wir schon gesagt. Es ist zumindest schon das Bewusstsein bei dir drüber da. Oh, da ist was. Und ich gucke, ob ich da bleiben möchte oder nicht. Ich sag dir, gucke weiter. Die Herrscherin. Mit der Herrscherin hast du ein viel realistischeres Bild als hier, bis dahin eigentlich. Ich habe das Gefühl, dass du hier deutlich geerdeter bist. Und dass dir das sehr gut tut. Und dass du auch deinen Weg, ich sag mal so, von Licht und Liebe nicht verlassen hast. Wir sind da alle ja irgendwie drin und orientieren uns an dem. Und das ist auch gut, das ist auch wichtig, da löst sich auch drin viel. Aber du hast hier noch andere Komponenten mehr in dir vereint. Wir sind hier einfach Menschen, wir haben ein Ego. Das gibt es auch nicht irgendwie wegzumachen, sonst was. Das ist schlichtweg eine Instanz in uns. Jedenfalls so aus meiner Erfahrung und meiner Haltung raus, da kannst du eine andere zu haben. Aber ich mache ja hier diese Legung, also sage ich das auch, sage aber auch dazu, dass es natürlich meine Erfahrung und meine Haltung ist. Wir wollen als kompletter Mensch hier leben, das macht auch Sinn. Bräuchten wir unsere Form nicht, wären wir in der Form nicht mehr drin. Der Narr, das Ass der Schwerter und der König der Schwerter. Mit dem Narren habe ich das Gefühl, dass da eine sehr große Regenerationsphase bei dir ist. Du bist dieser Zustand, den ich bei der Herrscherin beschrieben habe, der trägt sich hier weiter durch. Und es ist so ein... Ich muss mich wirklich, wirklich, wirklich neu sortieren innerlich. Ich muss mich neu sortieren. Das Ass der Schwerter. Ich habe das Gefühl, dass du Dinge sehr klar verstehst und dass dich das sehr erleichtert. Es ist viel Klarheit im Kopf, das ist auch keine harte Klarheit. Eine Schwerter haben ja durchaus auch mal eine sehr harte Geschichte, emotional hart, das nehme ich hier nicht so wahr, sondern ich nehme das so wahr, dass du eigentlich aus einem Nebel rausgekommen bist. Ich habe gesagt, hier ist irgendwie so eine Nichtpräsenz mit dabei, aus einer Nichtpräsenz rausgekommen bist, dass du hier richtig im Leben stehst und dass es dir unfassbar gut tut. Ich ziehe nochmal zwei Karten dazu. Und du auch das Gefühl hast, du bist ganz vielen Dingen jetzt gewachsen. Ganz normal, gesund, gewachsen. Die Blumen für das innere Erblühen, ne? Gesunder Selbstwert, auch so alles Schöne. Und die Wege sind für dich klar. Es kommt also auch sofort, die Blumen sind deine innere Grundlage, die du wieder zugelassen hast. Du bist deutlich fresher, um es mal neudeutsch zu sagen, ne? Oder eingedeutscht oder tralala. Hier bist du in einer sehr vielfältigen, bunten Gefühlswelt drin, wo du hier oben eben noch nicht so warst. Und die Wege sind klar. Ist alles gut, fühlt sich gut an.
Entspannt, der König der Schwerter. Muss mal gucken, ob das deine Energie ist oder ob die wem anders gehört. Ich ziehe mal zwei Karten. Eher das Gefühl, es ist wer anders. Wir haben hier die Lilien für Frieden, Harmonie, kann auch mal eine Beziehung hinterstecken. Und die Sense für Unterschiedliches. Ich habe das Gefühl, der König der Schwerter warte mal, ich habe ein ganz bestimmtes Gefühl, ich kriege es gerade noch nicht so richtig in die Worte gefasst. Mit den Lilien ist auf jeden Fall ein großer Frieden da. Fangen wir mal so rum an. Mit den Lilien ist ein großer Frieden da und mit der Sense ist es auch sehr, sehr klar, wie hier beim Ast der Schwerter schon, wie es weitergeht. Der König der Schwerter, da bleibe ich auch bei, das bist nicht du. Das ist eine Person, zu der du auf jeden Fall auch eine schöne emotionale Bindung hast, also eine, an der dir was liegt. Aber diese Person ist auch so in sich, bringt Dinge mit, die für dich nicht so einfach sind. Aber du kommst da irgendwie in Frieden drüber. Du kommst da in Frieden drüber und kannst deinen Weg weitergehen. Das kann dein Gegenüber sein, muss es aber nicht. Da habe ich auch kein klares Gefühl zu, muss ich dir dazu sagen. Da habe ich kein klares Gefühl zu, aber es ist nicht deine Energie. Das ist jemand anders, an dem dir aber sehr viel liegt. So, lieber Steinbock, zwei Karten für deinen Prozess. Eine aus dem Aspekte-Kartenset. Da haben wir einmal den Aspekt Ehrgeiz, Entschlossenheit. Das ist für dich jetzt wichtig. Ne, da sage ich auch nichts weiter zu, die lasse ich immer bei euch. Die kannst du mal schön in dir wirken lassen und gucken, warum die gekommen ist, warum der Aspekt gekommen ist. Und eine Karte aus dem Deck Heile dein inneres Kind, die lese ich auch nur vor. Und du guckst, ob die ganze Karte oder nur ein bestimmter Satz etwas für dich ist. Mein inneres Kind kennt Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein guter Wegweiser. So viele wertvolle Erfahrungen warten auf mich, um in mir zu wachsen und zu reifen. Ich nehme jede Herausforderung an, denn nur durch sie erkenne ich meine Ziele und Wünsche und damit auch mich selbst. Ich bin dankbar für jede meiner Eigenschaften, egal durch welche Einflüsse sie entstanden sind. Ich selbst sein zu können, ist ein Geschenk meines inneren Kindes. So, jetzt ziehe ich noch drei Karten zu eurer Beziehung. Deine momentane Beziehungsenergie, die 10 der Kelche, eine erfüllte Zweierbeziehung oder eine erfüllte Beziehung, sagen wir mal so, oder auch die Voraussetzung dafür, eine erfüllte Beziehung führen zu können. Die 3 der Stäbe, eine Ausrichtung in eine bestimmte Richtung, durch die man dann auch mehr sehen kann, was so alles kommt. Die 7 der Schwerter auf der Seite deines Gegenübers, ein nicht ganz transparentes Verhalten, gucken wir gleich. Jetzt gucken wir in die 10 der Kelche, die 3 der Stäbe und die 7 der Schwerter dann später. Ja, mit den 10 der Kelchen ist es einfach mein Gefühl, dass du in der Beziehung den Menschen gefunden hast, mit dem es dir gut geht. Das ist auch etwas, was auch durch die Prozesse irgendwie nicht in Frage gestellt ist. Und die Prozesse aber eben gegangen werden wollen, da viel integriert werden möchte. Da haben wir aber deine Legung drüber gesprochen. Aber ich habe das Gefühl, du bist, ne, das merken wir auch, bist einfach klar aufgestellt, was das Gefühl der Liebe, der emotionalen Verbundenheit angeht. Die 3 der Stäbe.
die drei der Stäbe ist auch ein in Liebe nach vorne gucken. Ich habe das Gefühl, das dreht sich um die generelle Ausrichtung, die man hat. Du bist auf jeden Fall zu deinem Gegenüber ausgerichtet. Das ist häufig eine verbindende Energie. Das heißt, die trifft auch auf dein Gegenüber zu. Mal ist es aber, geht sie doch mehr in eine Richtung oder ist nur die Energie von der einen Person. Aber wichtig für die Beziehung hier ist auf jeden Fall die Ausrichtung zu dem anderen. Was auf jeden Fall auf dich zutrifft bei deinem Gegenüber, gucken wir mal. Ich werde jetzt in der weiterführenden Legung mir dein Gegenüber angucken. Gucken, was denkt und fühlst, wo kommt es her, wo geht es hin, noch einiges mehr und eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich ziehen. Link ist in der Infobox. Und freue mich sehr, dass du da warst. Freue mich, wenn wir uns gleich wiedersehen. Wenn nicht gleich, dann hoffentlich bald. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben und auch ein Abo da. Das unterstützt den Kanal immer sehr. Also, ich freue mich überhaupt, dass du da warst und dann bis gleich oder bald.